Was ist denn gerade in Pasing los? Alle Pokéstops an und alle mit komischen Namen. Diese Frage werden wir in diesem Video hier beantworten. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Sonntagmorgen, schöner Tag, die Sonne scheint. Es ist 11:30 Uhr, ich werde gleich abgeholt. Wir fahren nach Pasing. Dort sind alle Module an. Auf jeden Fall echt langes, hartes Wochenende. Freitag, ich war im Botanischen Garten, so lange es ging, so früh es ging, bis so spät es ging. Hab über 800 Bonbons gemacht. Samstag war ich dann nochmal, um das Nest auszunutzen, das ist einfach zu krass. Mit einer Freundin, hab viele von euch getroffen, paar Bilder gemacht, echt cool. Freut mich immer, wenn ich ein paar Zuschauer treffe. Danach gab es halt ein paar Probleme mit den Arenen, die ich hier aufgebaut habe. Die wurden angegriffen. Musste ich am Abend nochmal raus, obwohl ich fix und fertig war. Habe ich ein paar Leute organisiert, dann haben wir die gemacht. Aber das ist irgendein GPS-Faker, der hat sie danach direkt wieder eingenommen. Echt traurig, die Jungs sind demotiviert, aber ich werde den Kampf gegen den Typen weiterhin fortführen. Die Gegend hier wird gelb bleiben. Auf jeden Fall heute Parsing. Alle Module sind gezündet. Ihr werdet sehen. Wir haben genug gefarmt, genug Lihörner, genug Kappadogge. Die anderen Leute holen auf mit den Erfahrungspunkten. So kann das nicht weitergehen, deswegen muss ich das mal stoppen, das ganze Gefarme und mal wieder EP sammeln. Schauen wir mal, was geht. Ich bin gespannt. So, in Pasing angekommen. Die Module wurden gezündet. Hier könnt ihr sehen. Alle. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Module wurden gezündet. Ihr wollt gar nicht wissen, von wem. Hier könnt ihr es sehen und das auch schon ahnen. Kein Kommentar dazu. Ich sag nur, hey, wenn die Module laufen, ich bin am Start. Wer die zündet, ist unabhängig von mir. Ich nutze es einfach nur aus. Mal schauen, wenn da noch alles so kommt. Und dann müssen wir mal endlich mal wieder ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Bevor hier noch andere Leute mich überholen. Das geht echt nicht. Das ist es nicht wert, Napni, du verpasst zu viele Erfahrungspunkte. Servus. Was geht? Nicht viel. It's fresh. Milos ist auch am Start. Er will geiern, er will mich überholen. Das geht echt nicht. Schauen wir mal, wie viele Punkte ich habe. 2.319.624. Also auf 2.400.000, denke ich mal, werden wir heute kommen. Natürlich nur, wenn wir mehr fangen und weniger filmen. Alter, ein Forstelka, richtig saftig. Hab noch meinen Tanzer noch nicht entwickelt. Aber ich habe schon einen Wild gefangen, also das ist der zweite dann. Aber cool, dass sowas aus dem Modul kommt. Easy, ein Ball drin. Immer nur schön die Topsies abgreifen. Doktor. Alles geht, Philipp. Alles gut, Servus. Milos. Hi. Ganz vom Schreiben, glaube ich. Ja, ja. Kleines Update. Okay, Moment, ich habe auf einen Klammerbox geklickt, ausgeflext. Also, kleines Update. Während wir warten, bis die Lokmodule wieder gezündet werden. Von dem mysteriösen Botman. 2,3 Millionen, 44.854 heißt um die 30.000, über 30.000, ohne Glücksfall. Ist okay, schon in Ordnung. Also die 400.000 knacken wir, glaube ich, auf jeden Fall. Vielleicht sogar, 400, also 500.000 wäre übertrieben, aber 450.000 müsste schon gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dieses Video ist nicht gesponsert von OK Energy Drinks, aber ich habe mir gerade 3 Dosen gekauft. Ich habe ein krasses Angebot entdeckt. 3 Dosen für 2 Euro. Ist nicht schlecht, vor allem für einen Sonntag, wo alles zu hat, nur komische Läden aufhaben.
Module machen immer noch Pause. Schauen wir mal, was so geht. Hier könnt ihr schon eine Menge Leute sehen. Halbzeit ungefähr. Ist 3 Uhr, kurz nach 3. Die meisten der Gruppe machen eine kleine Eispause. Das geht echt nicht. Zu viele Erfahrungspunkte, die man vermisst. Eisessen ist was für Schwächlinge. Energy Drink hat gut geschmeckt. Er hat mir einen abgekauft. Da ist er auch noch ein bisschen plus gemacht. Ich zünd gleich die zweite Dose. Ein bisschen Energie tanken, dann geht's wieder weiter. Noch ein Nocturne aus den Lokmodulen. Ist interessant. Da kriegt sogar eine gelbe Berge. Ich habe keine Ahnung wieso, ich bin schon ein bisschen verwirrt, Leute. Es war ein langer Tag. Wir wollen schon seit Stunden eine Pause machen, aber wir kommen nicht dazu. So, einmal Nocturne einsammeln. Ja. Gen 1 ist grüßen. Wie? Schlechteste, leider, tschüss. 170 Bonbons, echt krass. Wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. 2,4 Millionen. Da kommt Leo. Ein gelber Kumpel. 280.000. Was? 280.000 heute. Der Freak geht ab. Wie geht's dir? Hi, servus. Das bei weitem mehr gemacht als ich. Milos, oder? Ja, nee, oder? Nee. Oh, die Module sind aus. Endlich! Zeit für eine Pause. Oh, das läuft gerade die letzte Runde. Hoffentlich, ich kann nicht mehr. Ich fange gerade noch das Tauboga hier. Dann zeige ich euch die ganzen Module, die nochmal gezündet wurden. Falls ich mit einer Hand das Tauboga krieg. Endlich gefangen. Schnell weg damit. Hier seht ihr die ganzen Module, alles gezündet. Hier auch noch. Zwar sinnlos, aber sieht cool aus. Auf geht's, Endspurt. Die Module gehen langsam aus. Einer nach dem anderen. Ist echt traurig zu sehen, wie die nacheinander ausgehen. War ein langer Tag. Echt verrückt. Oh mein Gott, ich bin ernst fertig. Schon lange nicht mehr so viel gezockt. Für den Verrückten hier ist das Alltag geworden. Nein, überhaupt nicht. Ich bin selber total im Arsch, ehrlich gesagt. Sauber. Mein Spiel ist abgestürzt, ein gutes Zeichen, um aufzuhören. Genau, ein gutes Zeichen, um aufzuhören. Es war echt viel gespielt, viel EP gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele 100.000 EP ich gemacht habe. Auf jeden Fall mehr als 100.000. Ein paar von den anderen haben 500.000 gemacht. Also, es geht echt ab. Parsing öfters mal. Oh mein Gott, da ist ein Dragon gespawnt. Moment. Wieder irgendwo am Arsch der Welt. Parsing öfters. Alle Module gezündet. Dank einem Kollegen hier. Ich werde mich mal mit ihm in Verbindung setzen und möglicherweise für ein 2000, 3000 Abo-Special, irgendein Abo-Special, auch mal irgendein Gebiet aufleuchten lassen und dann dort vielleicht ein Fan-Treffen oder so machen. Schauen wir mal. Ansonsten, wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.